Hallo, ich bin Daniel Holzäpfel, ich bin 28 Jahre alt, ich bin DHBW-Student und hier in meiner Praxisphase beim Volleyball-Landesverband Württemberg. Dadurch, dass ich selber schon sehr, sehr lange Volleyball spiele, schon auch schon über 15 Jahren hier direkt in Stuttgart, lag das wohl relativ nahe mit der Orientierung Richtung Sport, dass ich eine Initiativbewerbung Richtung dem Volleyballverband machen möchte. Morgens, wenn ich zur Tür reinkomme, mache ich mir eigentlich erstmal direkt einen Kaffee, weil ohne Kaffee kann ich gar nicht in den Tag starten. Also der Volleyballverband Württemberg ist maßgeblich dafür zuständig, die Förderung und Weiterentwicklung vom Volleyballspielbetrieb und sowohl im Leistungsbereich bis hin zur Freizeit ist es so, dass der Landesverband da quasi alles bearbeitet und organisiert. In Projekten mitgearbeitet, national und international. International war das Beachturnier hier, da war er mit in der Organisation oder hauptsächlich er dafür verantwortlich und er bringt einen riesen Wissensschatz mit, was Volleyball angeht. Das merkt man dann schon, dass diese Ausbildung als solches sehr gut ist. Und von daher kam mir das super gelegen und auch entgegen, gerade so ein duales Studium zu machen, weil da quasi die Theorie und die Praxisphase direkt miteinander verbunden wird. Ja. Der Unterschied zum Studium an der Universität ist zum einen sicher, dass wir in kleinen Gruppen zusammen sind. Es findet eine sehr persönliche Betreuung statt. Die Gruppe hilft, dass keine Anonymität entsteht. Dadurch haben wir sehr geringe Abbrecherquoten. Es kommen fast alle erfolgreich ans Ziel. Die Studierenden bekommen Gehalt, sowohl in der Praxis als auch in der Theoriephase. Und dann bildet sich durch diese enge Zusammenarbeit auch ein Netzwerk, was auch Jahre nach dem Studium noch trägt. Da entstehen Freundschaften, die Leute kennen sich viele Jahre noch nach dem Studium. Wir machen Projekte mit Partnern zusammen, wo die Studierenden zum Beispiel im Bereich des Sports Medienkonzepte für einen Profifußballclub mal ausarbeiten können. Also ich würde es sofort wieder machen. Also wenn ich zurückspulen könnte und sagen würde, wenn ich die Entscheidung treffen müsste, ob ich ein freies Studium machen würde oder ein duales Studium, würde ich mich definitiv für ein duales Studium entscheiden.